Ich habe Geometrie so gehasst in der Schule. Also, keine Ahnung. Ich hatte zwar ganz gute Noten da, aber bis ich das gecheckt habe, was man da machen muss und wie man diese Dings-Schablone, Parabelschablone, wie hieß das? Diese Schablone halt, diese Runde mit Winkeln und so. Winkelmesser, kein Plan. Ihr wisst, was ich meine. Bis ich gecheckt habe, wie das Ganze funktioniert, das hat Ewigkeiten gedauert. Ich sag euch, ich war in Mathe echt nicht die Schlauste. Hey Leute, ich bin's, Lina, und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Mochi-07, und zwar, wenn die Klasse 4C Mathe hat. Und jetzt würde ich sagen, ab zum Video. Let's go! Guten Morgen, liebe Schüler. Die letzte Deutschstunde war eine Katastrophe. War ja auch klar. Ihr könnt ja kein Deutsch. Aber heute wird es bestimmt besser, denn wir haben Mathe. Was? Beruhigt euch, in Mathe muss man kein Deutsch können. Da braucht man nur logisches Denken. Was ist dieses logische Denken? Logisches Denken ist zum Beispiel, nach 1 kommt 2, nach 2 kommt 3 und nach 3 kommt deine Mutter. Ja, Leute, ihr habt es richtig gesehen. Die 4C ist weg. Jeder Lehrer hat Angst vor denen. In dieser Folge haben sie das Fach Mathe. Ich sag nur Intro ab. La, 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 la. Willkommen in der Klasse 4C. Chaos, Schlägereien und Drama, das ist hier normal. Es fliegen Bücher, Fäuste, Stühle, manchmal auch das Lineal. Aua! Lehrer haben Angst, keiner kann uns kontrollieren. Willkommen in der Klasse 4C, oh weh, oh weh. Stopp, das reicht jetzt. Halt's Maul. La, 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 la. Ich find's immer so cool, dass schreibt mir gerne in die Kommentare, welche. Ich find's immer ganz cool, dass er jetzt so musikalische Sachen auch reinbaut. Das ist irgendwie voll lustig. Das Fach, die 4C als nächstes bekommen soll. Viel Spaß mit der Folge. Geht schon, nehmt eure Mathebücher raus. Na los. Sorry, ich hab meine nicht mit. Tja, typisch Mehmet. Ich hab sie einfach nicht mit. Was soll ich machen? Ist dein Mathebuch zu Hause? Nee. Im Spind? Nee. In Istanbul? Nee. In Ankara? Nee. Vielleicht bei deiner Dorfoma in der Türkei? Nee. Ja, Mensch, Mehmet, wo denn sonst? Nein, das können wir doch nicht machen. Doch, wir müssen. Wieso müssen wir das? Was denn? Einfach so. Soll ich machen oder du? Nein, 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 passt schon. Ich verstopfe das Klo. Ah, okay. Verwenden wir mein Buch oder dein Buch? Wieso nicht gleich beide Bücher? Ja! Ja! Voila, Bücherklotschüssel wird explodieren, ja! Okay, ich habe beide Bücher platziert. Okay. Hat das jemand bei euch schon gemacht, dass irgendwie die Toilette mit Büchern oder so verstopft wurde? Soll ich drücken? Drück, Bruder. 3, 2, 1 und... Ich muss fettkacken. Ich weiß schon, wo dein Mathebuch ist. Hoppala. Herr Professor, ich habe mein Mathebuch auch nicht mit. Na super, wo ist deins? Hab auch das Klo damit gestopft. Was? Ja. Verwenden wir mein Buch oder dein Buch? Wieso nicht gleich beide Bücher? Doppelt hält besser. Willkommen in der Klasse 4C, oh weh, oh weh. Um warm zu werden, hau ich mal ein paar Rechnungen in den Klassenraum rein. Wir sind bereit. Ferdinand, 6 plus 6. Easy cheesy, mother flipping cheesy. 12. Super. Burak, 3 plus 2. Nächste Frage. Es gibt keine nächsten Fragen. Burak, minus. Mehmet, 3 plus 2. 32. Nein. Okay. Jacqueline. Was ist 4 plus 4? 10. 10. Falsch. Kleine Bitch. Selber Bitch. Die nächste. Larissa. Was ist 2 plus 2? 5. 5. Auch falsch. Kleine Ho. Selber Ho. Willkommen in der Klasse 4C. Oh, weh, oh, weh. Ich sehe, dass ihr mit Zahlen Probleme habt. Ich habe nicht nur Probleme mit Zahlen, sondern auch mit Andreas. Mehmet, bitte lassen wir private Geschichten aus dem Unterricht raus. Was ist ich mit Andreas? War ganz normal in der Stadt und dann schaut er mich dumm an. Was hat das gerade damit zu tun? Mann, was ist? Morok, wieso schaust du so? Ich glaube, er will meine Faust in sein Gesicht schmecken. Andreas, er hat das verdient. Warte. Andreas? Ja. Der aus der Nebenklasse. Ja. Mehmet! Der Typ ist blind!
Und? Der hat dich nicht angeschaut. Doch, hat er. Wie denn? Er kann dich nicht einmal sehen. Er ist blind. Wallabilla hat in meine Richtung geschaut. Pech für ihn. Pech. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir jetzt die verschiedensten Einheiten anschauen. Welche kennt ihr? Meter. Sehr gut. Liter. Ja, will jemand anderes auch was dazu sagen? Boah, ich weiß noch, als Kind habe ich das nie gecheckt, was Meter, Liter und wie man das umrechnet. Ich habe das nie gecheckt. Kilogramm. Boah, Jacqueline. Ja, das ist richtig. Super. Von wo weißt du das? Voila, ChatGPT. Es gibt noch ein paar. Burak, weißt du viel? Wie ist es eigentlich bei euch mit ChatGPT? Dürft ihr das benutzen? Was machen da Lehrer? Also keine Ahnung, wie wird das geregelt? Vielleicht welche noch fehlen? Meter. Hat der Ferdinand schon gesagt. Ah. Liter. Hatten wir auch schon. Kilogramm. Hatten wir auch. Kein Plan dann. Ach, Mehmet. Du vielleicht. Wenn Burak nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Oh. Idioten. Oh, egal. Uns haben sich einige Jungs auch immer so Küsschen geschickt, so. Oh ja, erinnert mich an meine Schulzeit. Wir bleiben jetzt bei Kilogramm. Was kann man alles in Kilogramm angeben? Zum Beispiel 4 Kilogramm Gemüse. Ja, Ferdinand? Ja, das ist richtig. Oh, auch beim Make-up. Was? Zum Beispiel, Jacqueline hat 5 Kilogramm Make-up in der Fresse. Was? Das hast du jetzt gerade nicht gesagt. Du bist. Schau dich selber mal an, du Hobelschlunze, du. Dein Vater ist 5 Kilo. Gurke, du. Du Hobelschlunze, du. Okay, stopp. Ruhe. Meine Gehirnzellen, die brennen schon ab. Wir machen einfach mit Meter weiter. Die Nägel von Larissa und Jacqueline sind 5 Meter lang. Hey. Willkommen in der Klasse 4 COWOW. 32. Zum 60. Mal, ich reiß mir gleich die Klamotten aus dem Leib. 3 plus 2 ist nicht 32. Doch, es muss, weil 3 und 2. Was ist dann? 6. Von wo kommt auf einmal die 6? Ich glaube, du musst die 6 aus dem Po herausziehen oder so irgendwie. Ich weiß selber. 3 plus 2 ist 5. Die kommt, wenn man 3 und 2 zusammen addiert. Was bedeutet Addi? Das kommt von der Addition. Das ist nur das Verb davon. Was ist Additor? Was ist Verb? Bitte sprechen Sie. Der Lehrer hatte das gerade selbst falsch. Deutsch mit mir. In meinem gesamten Leben als Lehrer hatte ich noch niemals so viele Probleme mit Schülern. Sie haben ein Leben? Mehmet! Stopp! Mehmet! Wieso verstehst du das nicht? Keine Ahnung. Mhm. Es ist nicht einmal so schwer. Ja, wenn man Ferdinand heißt und keine Arschhaare hat, ja, dann ist natürlich nicht so schwer. Was ist 2 plus 2? Komm, stell dich nicht dumm an. 3 Millionen. Okay, okay. Ja, ich verstehe das Problem. Wir machen es mal anders. Mehmet, stell dir vor, du hast 2 Döner. Döner ist lecker, oder? Du liebst Döner, du Fettsack. Stell dir vor, du hast 2 Döner und du bekommst 2 Döner dazu. Wie viele Döner hast du dann? 2 Döner und ich bekomme 2 Döner. 4 Döner. Es funktioniert. Ich hab's. Ferdinand, denkst du an das, was ich gerade denke? Oh ja, ich glaube, wir haben die Methode gefunden. Lass mich mal versuchen. Burak, was ist 5 plus 5? 23. Okay, okay. Und was ist, wenn du 5 Baklava hast und deine Mutter dir 5 weitere kauft? Boah, Baklava dann ist so geil. 10 Baklava. Und Karies, weil Baklava viel Zucker hat. Aber ja, stimmt. Ich liebe Baklava. Das ist so übersüßt, aber es ist so lecker. Also wirklich, ich, Baklava. 10 stimmt. Es funktioniert. Jacqueline und Larissa, was ist 10 plus 10? Irgendwas mit 1040, oder? Nee. Das ist eine Fanfrage. Es gibt keine Antwort. Okay, okay. Und was ist, wenn Larissa 10 Likes auf ihrem Bild hat und 10 weitere dazu bekommt? Dann habe ich 20 Likes. Ja, 20 Likes. Genau, sie ist ein irrelevantes Mädchen mit wenigen Likes. Aber 20 stimmt. Die Antwort stimmt. Das klappt ja prima. Glaubst du auch, dass es mit dem Minusrechnen funktioniert? Ich denke schon, ja. Soll ich es probieren? Auf jeden Fall. Okay. Es wird jetzt nicht funktionieren, Meme, stell dir vor, du hast 3 Döner und 2 ist dein Freund. Was hast du dann? Eine Anzeige von Polizei wegen Körperverletzung. Wusste ich. Ich hau den Hund, wenn er 2 Döner von mir isst, ja? Okay, okay. Ja, andersrum klappt es nicht. Nee, absolut nicht. Willkommen in der Klasse 4 COWOW. Leute, das ist die letzte Aufgabe für heute. Hier. Was kommt jetzt? Was ist das? Die letzte Aufgabe. Ihr müsst ein Dreieck zeichnen. Dreieck.
Was ist diese? Oh Gott, ich habe Geometrie so gehasst in der Schule. Also, keine Ahnung. Ich hatte zwar ganz gute Noten da, aber bis ich das gecheckt habe, was man da machen muss und wie man diese Dings-Schablone, Parabelschablone, wie hieß das? Diese Schablone halt, diese Runde mit Winkeln und so. Winkelmesser, kein Plan. Ihr wisst, was ich meine. Bis ich gecheckt habe, wie das Ganze funktioniert, es hat Ewigkeiten gedauert. Ich sag euch, ich war in Mathe echt nicht die Schlauste. Dreieck. Dreieck? Ist Dreieck wie ein Ball? Nee, bist du doof? Ein Ball ist ein Quadrat. Noch eine Minute. Was? Sorry, wir brauchen noch mehr Zeit. Ist ein Dreieck ein Flugzeug? Ja, ich denke schon. Hey, wir brauchen noch mehr Zeit. Ja! Nee, das sollte eigentlich in 10 Sekunden fertig sein. Hä? Wie sollen wir ein Flugzeug in 10 Sekunden zeichnen? Wollabiller geht nicht. Gut, Schüler, Stifte weglegen. Ferdinand. Sehr gut, sehr schön. Oh Gott. Burak. Was ist das? Dreieck? Es ist alles andere als ein Dreieck. Mehmet. Dreieck. Dreieck. Dein Ernst? Ja. Das ist kein Dreieck. Doch, das steht da. Du dummer Frosch, du hast es sogar falsch geschrieben. Scheiße. Ich wusste, man schreibt mit Doppel-G am Ende. Jacqueline und Larissa. Was zum Firlefanz ist das? Flugzeuge. Das sind doch Dreiecke. Das schaut aus wie eure Augenbrauen. Sorry. Hey, wir werden es noch zeigen. Du mit dem hässlichen Gesicht. Mit deinem Rollmops, du. Ich kann dich auffressen, du Kleiner. Ich hab keinen Bock mehr. Die Stunde ist beendet. Verpisst euch. Das war eine weitere Folge von der 4C. Oh, welches Fach soll als nächstes kommen? Englisch. Komm, mach Englisch als nächstes. War es bei euch auch so, dass die Englischlehrerin immer schwanger war irgendwie? Das war's wohl mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.